Kurz nachdem ich gestern mein Markeflüster aufgenommen hatte, sagte Joe Biden den Satz, wir haben den Deal. Und das hat dann doch zu einer Reaktion geführt, die wiederum logischer war als das, was wir gestern davor gesehen hatten. Denn davor war es so, dass die Tech-Werte stark waren, während diejenigen Werte, die eigentlich von Infrastruktur, von Investitionen in die Infrastruktur profitieren sollten, doch eher nicht so gut gelaufen sind. Danach hat sich das geändert. Vielleicht haben die Märkte nicht so wirklich dran geglaubt, der Nasdaq dann eher schwächer in der Folge, beziehungsweise auf jeden Fall nicht so gestiegen wie andere Indizes, etwa Dow Jones oder auch der Russell 2000. Also man hat sich da ein bisschen wieder eingekriegt. Die Frage ist, A, kommt dieser Deal, so sicher ist das noch nicht, wie Joe Biden uns vielleicht hier weismachen will, und B, wenn er kommt, welche Auswirkungen hat er auf die Inflation? Und Inflation ist das Thema, das heute im Vordergrund steht mit den PCE-Verbraucherpreisen, dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns erstmal diesen Deal an. 579 Milliarden Dollar sollen in die US-Infrastruktur investiert werden. Das ist durchaus nötig, denn die ist ja schon sehr, sehr alt, teilweise sehr, sehr vernachlässigt. Also das macht natürlich in jeder Hinsicht Sinn, würde dann wahrscheinlich nochmal einen Kick geben für viele Rohstoffe, die dann eben verstärkt nachgefragt würden. Also das wäre doch ein Rückenwind für diese Inflationsstory auf der einen Seite, für diese Reopening-Inflation-Boom-Story, wenn das wirklich kommen würde. Aber es gibt da noch ein paar große Fallstricke, nämlich wer zahlt es eigentlich? Wie soll das gegenfinanziert werden? Da sagt Joe Biden zum Beispiel, naja, ich verspreche, dass ich die Benzinpreise respektive die Steuer auf Benzin nicht anhebe und auch nicht die für elektronische Fahrzeuge. Die Republikaner sagen, also uns ist zentral, dass diese Steuerreform, die damals Donald Trump im Jahr 2017 durchbekommen hat, nicht angefasst wird, und das wird relativ schwer, sich da unter einen Hut zu kriegen. Das wird eine ganz harte Geschichte, zumal die Demokraten ja eigentlich viel mehr wollen, noch ganz andere Programme mit verabschieden wollen. Genau das wollen die Republikaner nicht. Der große Vermittler ist Mr. Manchin von den Demokraten, der aus einem ultrakonservativen Bundesland kommt, aus West Virginia, und daher eigentlich versuchen muss oder versuchen will, hier so eine Mitte einzunehmen, praktisch eine Versöhnung herbeizuführen zwischen den Republikanern und den Demokraten. Und auf den kommt es jetzt an. Es kommt dann auf Chuck Schumer und Pelosi an, auf Mitch McConnell von den Republikanern, ob die wirklich da so mitziehen. Die Kommission, die da gebildet wurde, diese Zwei-Parteien-Kommission, also aus Demokraten und Republikanern, hatten diesen Kompromiss erarbeitet. Joe Biden hat gesagt, finde ich super, stehe ich dahinter. Aber das ist noch nicht Gesetzeswerk und wird wahrscheinlich noch ziemlich lange dauern, bis es kommt. Gleichwohl, die Märkte haben gestern erstmal Party gemacht. Heute im Fokus dann noch Joe Biden gestern mit der interessanten Aussage, als er hier diese Infrastruktursache vorstellte. Da wurde er gefragt, ja, was ist denn mit dieser Labor Shortage, also mit dem Problem einiger Firmen, dass sie zu wenig Arbeitskräfte haben. Dann sagte er, pay them more, zahlt ihnen mehr. Also es ist politischer Wille, dass die Löhne steigen, dass die Amerikaner mehr verdienen, und Lohnsteigerungen sind ja das, was letztendlich dann der letzte Baustein, das letzte Puzzle zur Inflation wären. Also das ist durchaus politischer Wille. Ich hatte das neulich in einem anderen Video gezeigt, dass letztendlich ja der Anteil der Amerikaner wie auch der anderen ehemaligen großen westlichen Staaten, dass der durchaus rückläufig ist am BIP, aber das am Welt-BIP, aber die Mittelschichten wollen weiter so leben wie bisher, wollen keine Abstriche machen. Und dementsprechend haben sie Forderungen. Die Politik will diese Forderungen erfüllen, weil es ist das Wahlvolk, das einen wieder an die Macht bringt. Und so entsteht eben wahrscheinlich doch so eine Lohnpreisspirale, die wir wahrscheinlich auch in Deutschland bald noch sehen werden, dass dann eben die Arbeitnehmer sagen, die Gewerkschaften sagen, wir wollen hier bitte schön Lohnanhebungen, damit wir die gestiegenen Preise in irgendeiner Form kompensieren können. Und wie die gestiegen sind, sehen wir mal hier in dieser PCE-Kernrate.
Diese Daten, Personal Consumption Expenditure, werden heute um 14.30 Uhr veröffentlicht bei finanzmarktwelt.de. Das ist etwas, was, also sie werden auch bei finanzmarktwelt.de veröffentlicht, das ist etwas, was die Märkte jetzt schon lange erwartet haben. Und die Frage ist, ist das bestehende Narrativ, das die Fed in die Welt gesetzt hat, die Märkte letztendlich geschluckt haben, dass die Inflation vorübergehend ist, wird das durch diese Daten bestätigt? Man erwartet, dass hier nochmal eine Steigerung kommt auf jetzt 3,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zuletzt waren es 3,1%. Das sind die Daten hier aus dem Mai, die wir heute bekommen. Personal Consumption Expenditure ist berechnet aufgrund von Umfragen unter Unternehmen. Wie sind denn eure Preise, wie verkauft ihr, zu welchen Preisen verkauft ihr? PCE, dagegen das CPI, also die Consumer Price Index, basiert auf einer Umfrage unter Konsumenten. Das ist ganz wichtig. Was kauft ihr und was zahlt ihr dafür? Also hier PCE, die Daten, die wir heute bekommen, basieren auf Umfrage unter Unternehmen. Und diese PCE-Daten sind immer niedriger als die CPI-Daten, also als die Consumer Price Index. Das ist auffällig. Jedenfalls ist es für die Fed das wichtigste Kriterium, wichtiger als CPI. Also als die normalen Verbraucherpreise, auch wenn die Märkte auf die gerne noch etwas mehr gucken. Hier sehen wir mal die Veränderung zum Vormonat, plus 0,7 hatten wir zuletzt. Ja, so liegt ungefähr auch die Erwartung für heute bei der Zahl. Das dürfte das werden, was die Märkte heute am meisten nochmal bewegen wird. Neben der Verarbeitung kommt jetzt dieses Infrastrukturprogramm wirklich ja oder nein. Aber zurück zur Inflation, wenn wir uns mal anschauen, da gibt es feste Inflationsberechnungen, also die immer nach dem gleichen Parameter passieren. Und es gibt ein sogenanntes Flexible CPI, also hier wieder die Verbraucherpreise, also flexible Verbraucherpreise. Das orientiert sich sehr stark daran, was die Leute faktisch kaufen. Ist also sehr flexibel. Mal kaufen sie mehr Hühnerfleisch, mal mehr Schweinefleisch sozusagen. Man kann das an vielen Beispielen zeigen, dass eben das Kaufverhalten sich gelegentlich ändert, dass manche Dinge eben, die sehr stark nachgefragt werden, eben besonders teuer wird. Und hier sehen wir, dass in den letzten 3 Monaten hier diese flexible CPI um 33% gestiegen ist im Vergleich zu den 3 Vorjahresmonaten. Also das ist schon sehr, sehr saftig. Das ist wahrscheinlich die Realität, die hier abgebildet werden, weil es zeigt, was die Leute wirklich kaufen und welche Preise sie dann hier bezahlen müssen. Wir erinnern uns an Lumber, hat sich ja vervielfacht, an das Bauholz, jetzt allerdings wieder deutlich runtergekommen. Also hier sehen wir schon, dass wahrscheinlich natürlich diese PCE-Daten, die heute kommen, nur einen kleinen Teil der Wahrheit abbilden. Die faktischen Kosten für die Verbraucher sind inzwischen wohl deutlich höher. Jetzt haben wir natürlich heute wieder jede Menge Fed-Speaker. Da gab es gestern einige, heute gibt es wieder sehr viele. Wahrscheinlich kommt es nur auf 3 wirklich an. Erstens Williams von der New Yorker Fed, dann Clarida, der Fed-Vize, und natürlich auf Jerome Powell. Wir haben auf der anderen Seite ja die Hawks, die also sagen, wir müssen tapern, wir müssen jetzt gegen die Inflation kämpfen. Robert Kaplan von der Dallas Fed und James Bullard von der St. Louis Fed, das sind sozusagen die Gegenpole dazu. Also da herrscht Uneinigkeit bei der Fed, wie hier ein Bloomberg-Artikel zeigt. Mensch, wie sollen wir das einschätzen? Wie wollen wir da vorgehen? Die einen sagen, wir müssen jetzt langsam die Daumenschrauben anziehen. Andere, zu denen eben noch die Führungsfiguren Paul, Clarida und Williams gehören, sagen, na, wollen wir nicht. Aber wenn die Daten eben so reinkommen in Sachen Inflation, dann muss die Fed agieren, ob die einen das wollen oder nicht, denn dann ist die normative Kraft des Faktischen schlichtweg zu stark. Wir haben, wenn wir uns jetzt mal das Geschehen fundamental anschauen, ja gesehen, aha, die Bilanzsumme der Fed, die steigt weiter, der S&P 500 steigt auch weiter, allerdings schneller als, oder die Aktienmärkte, die Marktkapitalisierung der Aktienmärkte steigt schneller als die Bilanz der Fed, auch wenn das meistens sehr kongruent einhergeht miteinander. Und wir sehen, dass die harten Daten zuletzt immer mehr enttäuschen. Wir hatten gestern ja Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter schwächer, Erstanträge schwächer. Also die Daten in letzter Zeit aus den USA zumindest, anders als in Europa, die waren eher schwach.
Da ist es also so, dass wir letztendlich seit August letzten Jahres unter der Erwartung bleiben, was die Wirtschaftsdaten betrifft. Das stört aber die Aktienmärkte nicht, weil die kümmern sich jetzt um Wirtschaftsdaten jetzt nicht so wahnsinnig, gell? Manchmal, jedenfalls sehen wir hier mal den S&P 500 in Gestalt des Spiders, also des maßgeblichen ETFs, und wir sehen, wir haben hier immer wieder diese Overnight Spikes, also diese Raufkaufen über Nacht, wenn die Wall Street Kassa geschlossen ist, also nach 22 Uhr vor 15:30 Uhr, dann sehen wir, während der Session passiert gar nicht so viel, dann haben wir meistens auch nochmal einen Anstieg, aber dann geht es so irgendwie seitwärts raus, das schon seit Tagen. Die most geschorteten Stocks, die meist geschorteten Aktien sind es, die hier maßgeblich treiben. Aber was fehlt, ist wieder mal die Marktbreite. Wir sehen hier den S&P 500. Wie viele Prozent oder wie Prozent der darin enthaltenen Aktien handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt? Und das ist weniger als die Hälfte. Ungewöhnlich, wenn ein Index auf Allzeithoch ist. Ähnliches gilt hier auch für den Nasdaq, da sind so 50% unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt und sogar mehr, und sogar viele unter ihrem 200-Tages-Durchschnitt. Jetzt sagt ihr Sentiment Traders, vielleicht haben wir jetzt einfach ein ganz neues Spiel an den Märkten durch den Notenbank-Sozialismus gewissermaßen, der letztendlich ja eine Privilegierung derjenigen ist, die über Assets verfügen. Vielleicht ist jetzt alles anders, diesmal ist alles anders. Das ist das Mantra, das wir ja schon in der Dotcom-Blase gehört haben, dass wir am US-Immobilienmarkt gehört haben, kurz vor Platzen eben dieser Immobilienblase. Diesmal heißt es auch, na, diesmal ist alles anders. Es geht nur in eine Richtung. Ich versuche nur zu zeigen in meinen Videos, nicht, dass sie short gehen. Das ist hier nicht der Punkt, um den es geht. Das wird mir oft vorgeworfen in Kommentaren. Ja, du verpasst doch die Rallye. Ich verpasse gar nichts. Ihr wisst nicht, was ich verpasse oder nicht verpasse, sondern ich versuche, ein großes Bild zu zeigen. In welcher Situation sind wir gesellschaftlich auf der einen Seite? In welcher Situation sind wir an den Märkten? Was passiert da eigentlich jenseits einer Investitionsentscheidung? Jedenfalls sehen wir, dass die Marktbreite hier auch im Nasdaq wirklich sehr, sehr schwach ist. Ist das ein Warnzeichen? Normalerweise ja. Diesmal ist alles anders. Das kann lange noch so weitergehen. Man weiß aber nicht, wie lange. Auf Dauer, ewig wird es wohl nicht weitergehen. So, meine Vermutung, wir sehen, dass vor allem die großen Tech-Werte eben wieder ziehen. Die Big Five hier mit einer gigantischen Marktkapitalisierung. Apple 2,2, Microsoft 2,0 Billionen. Dann haben wir Amazon 1,7. Wir haben Facebook mit einer Billion. Also das ist schon sehr, sehr, sehr viel mehr als das deutsche BIP in einem Jahr, das etwa bei 3,5 Billionen liegt. Also diese Werte sind es, die hier vor allem die Märkte ziehen. Und Achtung heute auch auf den Dollarindex, der ja eigentlich so eine inverse Schulterkopf-Schulter gemacht hat, nach oben ausgebrochen ist. Bisher hat das den S&P 500 nicht so gestört. Normalerweise ist Dollarstärke nicht so gut für die Aktienmärkte. Wir wollen schauen, wie die heute die Verbraucherpreise reinkommen. Und hier ähnlich sieht es wie ich, Mohammed El-Erdian, der sagt, wenn wir zurückblicken, werden wir uns wahrscheinlich erstaunt fragen, wie konnte es sein, dass ein System so viele Risiken auf sich genommen hat, so eskaliert letztendlich. Alle sind all in, man sagt, wir müssen alle müssen mitschwimmen, weil die Fed diese Liquidität, weil die anderen Notenbanken diese Liquidität bereitstellen, aber auf Dauer wird auch das nicht funktionieren oder wird das nicht ewig so weitergehen. Das denke ich ähnlich wie Mohammed El-Erdian. Irresponsible Risk Taking. Wir sehen Moral Hazard, wie die Amerikaner sagen, derzeit an den Märkten. Das merke ich auch in vielen Kommentaren. Das geht lange, lange gut und dann geht es nicht gut. Und dann macht es richtig Rums. Schauen wir mal, wie jetzt heute die Verbraucherpreise reinkommen. 14:30 Uhr auf finanzmarktwelt.de. Jetzt wünsche ich einen wunderschönen Freitag und sage Servus und Ciao.